Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben es genannt Project Emerald. Hallo! Schrägstrich Hello Kitty Online. Ja, wir sind fleißig dabei, das Final Fantasy. Das beste MMO zu bauen aller Zeiten. Ever. Und die werden. ja, wir sind heute auf unserer Baumap hier von Marco und mir, wo wir die Tempel bauen für das Hello Kitty Game. Und Goran und Basti Keks sind... Wollen wir nicht Mario? Hello Kitty, pst. Nicht Mario. My Little ja. Pony. Die sind beide heute auf jeden Fall zum ersten Mal da. Und wir erklären das denen und halt eben euch dann gleich so mit ein bisschen. Und das erste natürlich hier jetzt außen, die Druckplatten, die wir hier haben am Eingang ist, wir dachten halt, wenn man reingeportet wird ins Dungeon, wird man erstmal hier kurz hingeportet. Hier ist halt ein Raum drumherum. Und dann erst rein, dass man dadurch durch die Druckplatten hier draußen alles aktivieren kann, was halt für den Tempel wichtig ist, was geladen werden muss und sonstiges. Genau. Damit man die nochmal drüber laufen kann. Und die Druckplatten hier drin sind halt zum Rausgehen. Wenn man dann da drauf geht, dann wird man wieder rausgeportet. Genau, dann hier an sich so die My Little Pony Kisten, die man zerstören kann. Ja, wenn man draufschlägt, die sind noch nicht drin, genau. Stimmt, hier hatten wir so am Anfang eben angefangen, wo wir es immer ausgemessen haben, wie lange es dauert. Und dann sind wir eigentlich schon bei der ersten Tür. Da darf jemand drücken. Irgendjemand darf drücken. Okay, so. Also, das Level-Design wird hier natürlich noch ein bisschen anders gemacht. Das ist ja alles erstmal zum Testen. Das genau, alles, stimmt. Farblich abgetrennt und damit jeder dann später weiß, was hier eigentlich los ist. Wir müssen hier noch Regenbögen und Wolken einbauen und damit das alles hier den Setting von Dings entspricht. Muss ja auch gut aussehen, genau. Also, und genau, dann sind wir eigentlich beim ersten Rätsel. Lila, hier die Blöcke, sind für die Mobs, die drin stehen sollen. Die sind jetzt auch schon drunter sozusagen verkabelt. Die sieht man da, die dann halt spawnen beim Reingehen. Das war halt so als Markierung, damit wir wissen, was für Mobs wir da haben oder halt wie viele es geben soll. Klick mal hier auf so einen Command-Block. Oh mein Gott, er ist leer. Ja, die Mob-Dinger sind noch leer. Die sind auch leer. Und das Rätsel können wir doch gleich zeigen, oder? Wir wollen es nicht spoilern eigentlich. Komm, wir lassen es. Nicht? Ja, aber ich wollte es so ein bisschen im Groben erklären. Und mit diesen fliegenden, nicht fliegenden Dingern. Also ja, an sich muss halt hier irgendwie was reinsetzen und so weiter. Und wenn man alle vier geschafft hat, kann man hier den Knopf drücken. Da hatten wir auch noch so einen kleinen Trick drinnen. Ja doch, ich glaube, wir können das so erklären. So viele sehen es ja gar nicht, oder? Ist das der erste Dungeon? Ja, ne? Den man betritt? Genau, das ist der erste Dungeon Tempel. Ja, den kann man ja, das erste Rätsel kann man ja spoilern, zumindest grob. Ja, also so viele sehen es ja, glaube ich, eh gar nicht. Also falls jemand es nicht gespoilert kriegen will, wie die Hello Kitty World aufgebaut ist, sollte er jetzt wegschalten. Dann sich andere Videos angucken. genau, und zwar, zeigen wir es einfach mal. Man kommt hier rein. Man besiegt erstmal halt hier die vier lila Mobs insgesamt. Und ja, natürlich, das erste, was man irgendwann machen wird, ist halt hier den Knopf drücken, weil das ja das einzige ist, was da ist. Den kann man drücken, dann passiert das. Oh mein Gott. Achso, stimmt, ich setz die mal erstmal hier rein. Normalerweise fallen dann hier die Dinger noch mit raus. Und man hat sowas. Ah, die werden nicht weggespült? Ah ja, klar, ist ja... Genau, die Minecarts werden überhaupt nicht mehr weggespült vom Wasser. Dann, ein schlauer Kopf wird sich wahrscheinlich nochmal den Knopf hier drücken, weil er sich dann das Wasser wegmacht damit. Natürlich, die Minecarts werden hier noch einen Block drin haben, damit sie ein bisschen schöner aussehen. Und dann ist natürlich die Schlussfolgerung, die... Was? Achso. Ja, egal, ist ja noch zum Zeigen. Hä? Kann man ihn nicht setzen? Nur auf Schienen. Aber wie ihr seht eben, man muss wahrscheinlich das Minecart halt hier irgendwie reinschieben in diese Schiene, die da ist. Und wenn ich es jetzt endlich mal schaffe... So, nichts passiert. Genau so. Wenn man dann so ein Minecart reingeschoben hat, dann gehen hier die Pistons auf. Und von oben hier ploppt ein Mob rein, den man erstmal besiegen muss. Naja, eigentlich überall, oder? Naja, überall haben wir einen Mob geplant, genau. Noch versteckte Kisten gibt es halt dann, dass wenn man dann hier so reinjumpt, dass man dann hochschauen kann, dann halt die Kiste sieht und sie aufmachen kann. Ob man die Kiste aufmachen kann oder nicht, oder ob da was ist, erkennt man daran, dass dann hier an den Dingern, wo man halt reinschauen kann, so ein Block ist. Weil natürlich der Spieler es nicht weiß, das ist halt eher so ein verstecktes Bonusding, um da Pony. Pony Points. Pony Points.
Genau, um Pony vor uns zu kriegen. Und wenn man dann alle vier Dinge geschafft hat, wie gesagt, man kriegt halt jedes Mal so einen Mob. Wenn man Glück hat, findet man halt noch die zwei versteckten Kisten. Dann passiert immer noch nichts. Ich hoffe, ich mach's richtig. Genau. Dann drückt man nicht nochmal das Ding hier. Und erst dann geht die Tür auf. In einer tollen Wasseranimation hier. Und ja, man kommt weiter. Okay. Ja, dann kommt hier so ein Gang. Genau, das Rätsel haben wir wie viel? 3 Minuten für den ganzen Raum geplant, bis man da halt alles geklärt hat. Genau, dann kommen wir hier in den Gang. Wir sind wieder 2 Mobs drin. Pony Points kann man sammeln in diesen Kisten. Macht dann die nächste Tür auf. Die ist am normalen Knopf. Und genau, dann hier dachten wir uns eben, da müsst ihr designerisch hier eins auspacken. Also an sich dachten wir, dieser ganze Tempel ist da der Eingang ja so unterirdisch war, so ein verschüttet und so ein bisschen im Arsch und irgendwie kaputt und der natürlich mit so Eis, Wasser, Zeug irgendwie. Das ist ja normal in My Little Pony Land, dass alles verschüttet ist. Und das halt irgendwie von der Decke dann so Eistapfen irgendwie runterhängen oder sonst was, dass halt hier das so ein bisschen episch aussieht. Und dass diese Balkone hier sind überall. Und man sieht ja eben, man kommt halt dann hier rein. Und eigentlich noch, wir dachten, wenn man halt runterfällt, hier auf den Boden, dass dann hier unten irgendwie Wasser ist und hier kann man halt wieder irgendwie entweder hochklettern, dass hier vielleicht so eine alte, kaputte Leiter ist, die man hochklettert. Ja. Und man muss dann zum ersten Balkon halt hier rüberkommen, auf diesem Eisparcours. Ah! Was ist hier unten? Wasser hoffentlich, ne? Genau, Wasser irgendwie und da kann man dann so hochklettern. Das frisst halt natürlich ein bisschen Zeit, wenn man da runterfällt. Und wenn man dann hier oben ist, das haben wir noch nicht reingebaut, dass man dann hier seitlich immer irgendwie so einen kleinen Brunnen aktivieren kann, wo dann Wasser runterfließt. Dass man so, sich dann Checkpoint. Den Weg, genau so eine Art Checkpoint. Genau, wenn man dann hier ist, muss ich mal kurz durchfliegen. Der Knopf ist noch nicht verkabelt. Verkabelt? Lass mich raten, es kommt Wasser raus. Nee, das war eine blaue Tür. Wir haben 3 Versionen von der Tür. Ach so, okay. genau, da hat man schon mal so den Checkpoint, das falls man dann später mal runterfällt. Genau, und das ist dann der erste linke Flügel, den wir haben. Hier haben wir auch schon vorbereitet, hier, wenn man nach rechts abbiegt. Also hier hat man dann so ein bisschen freie Entscheidung, wie man gehen will. Entweder man geht halt rechts oder hier links direkt rein. Und falls man sich für rechts entscheidet, ist hier ein Labyrinth, das man von diesem Balkon aus sieht. Da haben wir ein bisschen rumgebastelt, dass man es sieht, aber nicht seitlich runterspringen kann. Deswegen so eine komische Konstruktion, die wir so ein bisschen vorgegeben vielleicht. Okay. Man kann das Labyrinth von oben hier anschauen. Sieht dann, dass irgendwas in der Mitte ist, da hinten und hier vorne bei den grünen Dingern, wo die Knöpfe sind. Die so Brunnen, Statuen, irgendwas in der Art. Und wenn man dann runterfällt und hier durchgeht, kriegt man einen Blindheitseffekt drauf. Und ja, genau, dann sieht man halt total krattlig, muss sich halt hier durchkämpfen. Es ist echt recht schwer, muss ich sagen, weil wir haben es ein bisschen getestet, bis man es dann findet, wenn man besonders. Wenn man hier drin ist. Nein! Nein! Was macht der Fuchs war hier? Nein! Irgendwas hat da falsch geworden. Marco hat den Teil gebaut. ja genau, die 2 Druckplatten sind jetzt mal wieder hochgeportet, wird aus dem Ding raus und den Blindheitseffekt wieder wegkriegt, weil den müssen wir irgendwie wieder wegmachen. Genau. Gespiegelt auf der Seite hier wird genau der gleiche Eingang sein, also genau wie dort, müssen wir noch rüber kopieren, dass man von beiden Seiten reingehen kann, also man kann es von 2 Seiten starten, diesen Raum. Und das Ziel ist halt, sich durch das Labyrinth durchzukämpfen, die Mobs zu besiegen, vielleicht wieder so My Little Pony Points sammeln und die 3 Dinger zu aktivieren, die da sind. Um halt dann so ein Wasserdings zu aktivieren, stimmt, das zeigen wir auch noch gleich, aber auf jeden Fall, um erstmal die 3 Dinger zu aktivieren, um diesen Raum hier abzuschließen. Ist jetzt nicht so ganz so ein Rätsel, sondern eher so ein Durchrennen und gucken, dass man alles erwischt. Da haben wir noch überlegt, noch so ein paar Sounds einzubauen, dass eigentlich so Creeper-Zischgeräusche kommen oder sonst was. Und hier diesen 2 Räumen, hier kann man halt noch irgendwie Truhen reinmachen mit einer Belohnung oder so. Unter dem die Knöpfe sind irgendwie so kleine Brunnen oder sonst was. Ja. Und genau, wenn man das geklärt hat, hat man die 3 Dinge aktiviert, dann ist das fertig sozusagen. Und genau, dann zeige ich euch erstmal das, weil man muss ja an sich, um weiterzukommen, wieder in diesen Turm rein, hier hochkommen, zu der Tür. Und die hat man von hier unten, ist hier so ein kleines Wasserding. Wenn man hier reinjumpt und durchschwimmt, dann kommt man hier nicht hoch, da ist dieser Gang hier. Mhm. Und mit jedem Puzzle, was ja 3 Stück sind, was man abschließt, aktiviert man Teil, ich kann es euch mal zeigen, ihr könnt mal in diesem Turm da bleiben, dann aktiviere ich es mal schnell. Hast du eigentlich schon verkabelt, Marco?
Ja, achso, da steigt das My Little Pony Water. Genau, genau, das steigt da an. Ich drück mal hier alle. Und das Lustige ist nämlich, es ist egal, in welcher Reihenfolge man das macht, die Puzzle. Das steigt halt dann immer nur um eins. Ich habe jetzt mal das Labyrinth jetzt gelöst. Spannung, Spannung. Achso. Hat Marco wieder was nicht verkabelt? Nee, nee, hier waren die Blöcke noch oben. Achso. Okay. Deswegen von vorhin. Also das mal ganz kurz mal. Das sieht dann... Ich wollte nochmal erwähnen, das Ganze hatte ich ja am Anfang, ich weiß jetzt nicht, ob das noch diese Folge ist oder schon die nächste. Am Anfang dieser Aufnahme habe ich ja erzählt, das wird jetzt nicht aus Wolle bleiben. Das ist ja alles ein Rohsketch, was uns die Jungs hier von PG5 vorgeben. Und Goran und ich werden das Ganze dann natürlich noch irgendwie in einen schönen Tempel verwandeln. Ja, mit Regenbögen, habe ich ja schon erzählt. Ponys! So, noch zwei Stück. Genau, jetzt sieht man, da ist das Wasser angestiegen und als Spieler wird man es halt dann sehen. Dann wird die Ponykappe einem sagen, dass man... reinschauen kann, dann kann man da reinschauen, dann wird es der Spieler checken, ah, okay, das Wasser ist angestiegen. Man muss jetzt noch mehr irgendwie lösen. Man kann ja auch, es gibt ja diesen Wasser-Sound-Effekt, ne? Seid ihr da noch oben? Ja, ist noch ein. Also, ja. Ah, jetzt. Genau, wenn man alle drei Rätsel gelöst hat, kann man dann hochschwimmen. Da verliert man genau ein Herzchen beim Hochschwimmen. Obwohl, nicht, ich glaube, ich habe so ein halbes oder so. Genau, dann kommen wir weiter. Aber jetzt erstmal noch die anderen Rätsel, und zwar habe ich jetzt ein Rätsel für euch. Kann nicht so viel Spoiler an, Junge. Ja, wie gesagt, das vergessen die meisten wieder. Die meisten, also die meisten, ich glaub, da kommt einfach wahrscheinlich noch sowieso aus dem Ausland. So, genau. Und die wissen sowieso nicht, was wir reden. So, ich glaube, wir machen einfach ein fettes. Was war das? Okay. Oh mein Gott. Genau, jetzt habt ihr hier oben einen Block. Jetzt darf es irgendjemand mal lösen. Ihr müsst versuchen, den Block reinzuschieben dahinter auf die Slab, die da ist. Ach, hier kann man raufgehen. Ich springe hier schon die ganze Zeit. Genau, und der Block rutscht halt noch auf dem Eis sozusagen. Und man muss ihn dahinter zu dieser Slab rüberkriegen. Dass er hier drauf ist. Die Leute werden so ewig brauchen. Ja, das ist dieser komische Bug, dass man so ein bisschen wegschaut, verschwindet. Kann man die nicht noch ein bisschen näher ranbringen? So macht ihr das. Ist das eine Katze? Ja. Okay. Nein! Vielleicht sollte man nochmal gucken, dass man die Wanne mit dem Minecart etwas höher, also so hoch wie möglich, kriegt noch kriegt man leider nicht ganz hin. Wir haben so fließendes Wasser gebraucht und das sind drei Blöcke, die untereinander spawnen, damit so viel Wasser spawnt. Damit es auch wieder ausgeht, weil wir haben ja keine T-Flip-Flop, sondern es muss ja das Wasser erscheinen und gleich wieder verschwinden. Wenn man einen normalen Wasserblock spawnt, dann erscheint er und bleibt ja. Und wir haben so fließendes Wasser, dieses ganz dünne kann man spawnen lassen. Da gibt es nur die ID für dieses komplett dünne. Und wenn man drei Stück untereinander spawnt, dann entsteht so ein größeres, was halt auch wieder gleich verschwindet.